Hi Leute, Mutti hat wieder den hottesten Shit ever. Und zwar die neue Love-Palette. Ich habe sie von Love zugeschickt bekommen und hatte es halt so als Unpacking gezeigt. Und mein Instagram ist ausgerastet und mein Hattie schminkt ein Video. Und viele haben gesagt, oh, das sieht der Huda Beauty Desert Dust Palette sehr, sehr ähnlich. Und manche haben auch geschrieben, es sieht aus wie die Anastasia Modern Renaissance Palette. Was sagt ihr? Ich packe euch hier eine Abstimmung rein. Und zwar ist es die Love Eye Ocean Extended Rose Gold Edition. Und die Palette schaut nämlich so aus. Ist sie nicht toll? Es gibt schon Ähnlichkeiten. Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Was sagt ihr? Ähneln die sich? Ich muss sagen, an die Modern Renaissance Palette erinnert sie mich jetzt nicht so sehr. Klar gibt es ähnliche Farben, aber mein erster Gedanke war jetzt nicht die Palette. Dann würde ich doch eher sagen, die Huda Beauty Palette, da ähneln sich schon ein paar mehr Farben. Okay, Moody hat wie gesagt den hottesten Shit ever und ich würde sagen, wir schminken ein Tutorial und gucken, wie die Farben sind. Ich habe hier zwei ultramatte Farben, würde ich sagen, und die haben so ein Satin-Finish, weil das Licht strahlt drauf und dann kann ich nämlich so einen leichten Schimmer sehen. Deswegen würde ich sagen Satin Finish, vielleicht noch weniger als das. Dann habe ich noch ein Glitter, das ist Rule Breaker und das sind so eine Metallic Finish Teile. So, ich nehme die Farbe Seeker, das ist das hier mit so einem schönen großen fluffigen Pinsel und sette damit meinen Lidschatten Primer. Den ich schon aufgetragen habe. Das ist der Paint Pot von MAC. Was ich schon mal gut finde, ist, dass hier eine Farbe drin ist, die dafür da ist, um einfach diesen Lidschattenprimer zu setten. Ich liebe das, wenn ich meinen Lidschattenprimer setten kann, weil dann kann ich immer alle Farben besser verblenden. Das finde ich schon mal gut. Als Highlight unter meiner Augenbraue nehme ich die Farbe Believer. Den hier. Gucken, wie der wird. I love it. Man traut sich schon gar nichts mehr zu sagen, wenn ich Love, weil ich mag Love. Die haben tolle Produkte in High-End-Qualität. Die Leute sagen immer, ich bin gekauft. Nicht immer, es ist immer eine oder zwei. Und ich traue mich schon gar nicht mehr, meine ehrliche Meinung zu sagen. Okay, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich schminken soll. Das sind ja beste Voraussetzungen, dann machst du die besten Looks. Ich versuche, so viele Farben wie möglich zu benutzen. Gehe ich mal in die Farbe Achiever. Die hier. Die Farbe gebe ich direkt in meine Lidfalte. So ein bisschen drüber und drunter. Also einmal komplett so drüber bügeln. Okay. Kann ich ganz erkennen, was das für ein Ton ist. Das ist graubraun. Ich swatch das gerade mal. Das ist die Farbe. Ja, so ein leichtes Mauve Altrosa. Muss man definitiv aufbauen. Das ist okay, haut mich jetzt nicht um. Also die Farbe, der Lidschatten selber ist gut, aber ist jetzt so eine okay Farbe. Ich hätte mir gerne eine kräftigere Übergangsfarbe gewünscht. Wisst ihr, sowas wie so ein Orange? Ich meine, hier ist ein Orange drin, zum Beispiel Thinker. Aber das ist halt wirklich ein Schimmerton. Mag ich nicht so sehr in meiner Lidfalte. Gehe ich in die Farbe Sinner. Das ist dieser Ton hier, so ein Dunkelrot, kann ich auch mal swatchen. Dunkelrot, ja. So ein Rotbraun, würde ich sagen. Die Farbe ist pigmentiert, aber erschlägt einen nicht. Also oft mag ich das, weil man dann die Möglichkeit hat, die Farbe aufzubauen. Manchmal sind so eine Farbe so krass pigmentiert, dass man halt super vorsichtig damit arbeiten muss. Also die Farbe kann man halt perfekt aufbauen. Man muss sie halt nur gut verblenden. Gerade Rottöne sind immer so ein bisschen schwer zu verblenden. Die Farbe gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Nice. Man muss sie ein bisschen, man braucht ein bisschen mehr Zeit, um die Farbe auszublenden, weil ich fand, dass sie an manchen Stellen fleckig ist. Aber sonst ist sie ziemlich cool, die Farbe. Gefällt mir sehr gut. Ja, ihr könnt es halt sehen. Vielleicht liegt es auch an dem Pinsel. Okay, also die Farbe Sinner muss man auf jeden Fall aufbauen, verblenden, weil ich sie schon sehr fleckig finde. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Was ich jetzt mache, ist mit einem kleineren Blendepinsel direkt in meine Lidfalte gehen, um das so ein bisschen mehr Dimension verleihen und verstärken. Da gehe ich in die Farbe Creator. Das ist die Farbe hier. Es kommt sehr viel Farbe auf den Pinsel, also auf jeden Fall abklopfen, sonst haben wir ein Desaster auf dem Lid. Die Farbe lässt sich auf jeden Fall besser verblenden als die
dieser rötliche Ton. Ich gehe nochmal in die Farbe Cinder, um das Rot noch einmal zu intensivieren. Und man sieht, mein Look wird etwas düster. Das ist auch meine Mood heute. Heute bin ich ein bisschen düster. Wieso denn das? Ich weiß nicht. Mein Mann hat heute noch eine viel sexigere Stimme als sonst. Oh ja. Oh, das war eine Krankheitsstimme. Noch geiler. Ist noch geiler. Wow. Dann mach mal das passende Make-up dazu. Okay. Moody is looking snatched. So snitches. Wie geht's weiter mit den Farben? Was tut Moody? Was soll ich machen? So, was ich dann mache ist, ich nehme meinen Tarte Shape Tape Concealer, gebe mir ein bisschen was auf meinen Handrücken und dann habe ich mir ich hatte mir letztens bei Beauty Bay einen Pinsel bestellt und zwar von Morphe, der M421, weil ich einen guten Pinsel brauchte, um diese Cut Crease zu machen, weil ich fand, ich hatte noch nicht den perfekten gefunden. Ich glaube, jetzt habe ich den perfekten gefunden. Wie gesagt, der M421, das ist der. Und weil der mir so gut gefallen hat, habe ich mir jetzt 4 neue bestellt. So, damit mache ich so einen Cut Crease. Das ist die Farbe Leader. Das ist die hier oben. Aber Lover sieht auch geil aus. Und das ist Lover. Ich gehe für Leder. Ich gehe mit demselben Pinsel in die Farbe rein und dann packe ich das hier so hin. Dann gehe ich in die Farbe hier und versuche so beides miteinander zu verbinden. Also der rote Lidschatten geht mit dem Synthetikpinsel richtig gut. Wenn ich mir vorstelle, dass man den Finger nimmt und das einmal so drüber gibt, das wird hammermäßig sein. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Das intensiviere ich gleich nochmal. Ich überlege gerade, welche Farbe ich mir jetzt hier hingebe. Ich habe mich schon entschieden und zwar nehme ich die Farbe Dreamer. Die Farbe changiert so ein bisschen, ja, rosa, lila, blau. Ne, das ist die Farbe, die ich hier habe und das möchte ich mir jetzt hier hingeben. Machen wir es heute mal ein bisschen bunt, einfach um zu schauen, was kann die Palette leisten. Ah, das ist eine richtig schöne Farbe. Okay, das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Leader, also in diesen Rotton. Sprühe meinen Pinsel ein bisschen an und intensiviere nochmal dieses Rot. Das gleiche mache ich mit der Farbe Dreamer, Farbe, die ich hier trage, wieder ein bisschen ansprühen. Ich ziehe mir einen Lidstrich und zwar mit dem Urban Decay Razor Sharp Eyeliner in der Farbe Fireball, diesen hier. Ich würde sagen, ich tusche mir die Wimpern, klebe mir Lashes auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Lashes sind drauf. Ich habe auch einen Kajal aufgetragen. Was ich jetzt mache ist, ich nehme diesen Pinsel hier. Das ist der aus der By Terry Palette. Ich finde den so klasse. Gerade so für unten, weil ich es ja unten so ausgeraucht mag, nehme ich die Farbe jetzt Cinder. Der Pinsel ist der Hammer. Und verblende die Farbe schön aus. Moody ist einfach too hot. Die kommen Moody löschen. Ich kann nichts dafür. Ey, oh mein Gott, ich habe den Award gar nicht gezeigt. Wir sind die Geilsten auf YouTube. Wir haben den Award. Geht's noch grausiger. Team Hattie Never Stops hat den Award und zwar für das beste Beauty-Video. Ja, wir sind halt einfach geil. Ich hab's doch gesagt. Geil ist ja eine Tagesordnung und deswegen hat Moody euch diesen Award mitgebracht, weil das ist euer Award, weil ohne euch, Brains, hätte Moody nie die Drogeriereihe gemacht und wir sind halt einfach geil, da kann ich einfach nicht mehr zu sagen. So, kommen wir wieder zu den unwichtigen Dingen im Leben. Make-up. Nachdem ich Cinder hier so aufgetragen habe, ich würde das am liebsten ein bisschen runter verblenden, so dolle finde ich das. Dann nehme ich so einen Flat Definer Brush und gehe wieder in die Farbe Creator. Und die Farbe gebe ich in meinen Wimpernkranz, um das noch smokiger zu machen. Und somit sette ich auch diesen schwarzen Kajal ein bisschen. Also die Farben haben Fallout. Nicht so doll, wie ich es manchmal in anderen Paletten habe, aber auch nicht ohne. Ne? Also da ist Fallout. Wer das gar nicht mag,
sollte sich das überlegen. Aber ich sag ja mal, solange die Farben gut pigmentiert sind, ist mir Fallout eigentlich egal. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe in die Farbe Heartbreaker. Das ist so ein leichtes Rosa. Die Farbe gebe ich als Highlight hier hin. Okay, man sieht es nicht so sehr. Ein bisschen. Spritze ich es wieder an. So, und dann, jetzt wird's interessant, ist hier Rule Breaker. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, das ist ein Glitter. Und den will Moody jetzt auftragen. Was ich mache ist, ich nehme von Lit Cosmetics, bekommt ihr glaube ich auch bei Beauty Bay, Clearly Liquid Glitter Base, den benutze ich sehr gerne. Und zwar nehme ich so einen Eyeliner-Pinsel, egal welchen. Na, der ist von Natasha Denona, der kostet ein paar Euro. Ich nehme mal einen günstigeren. Ja, diesen hier. Ich gehe so rein, gebe mir das hier so auf und dann gehe ich in das Glitter, da. Glitter ist noch ein bisschen schüchtern. Ja, ich bin nicht so ein Freund von Pressed Glitter. Wisst ihr, dann nehme ich einfach Loose Glitter oder ich nehme so einen Glitter Eyeliner und dann habe ich es gleich. Wisst ihr, wie ich meine? Gerade für so Details. Also man muss es aufbauen und dann kommt man schon dahin, wohin man möchte. Kann man es sehen? In den letzten Videos haben mich super viele gefragt, ob ich Kontaktlinsen trage, wegen meiner Augenfarbe. Also ich trage Kontaktlinsen, aber durchsichtige, halt zum Gucken, weil ich ohne Kontaktlinsen mich nicht schminken kann, weil ich dann nichts sehe. Also ich müsste den Spiegel halt so dicht an mein Gesicht halten, um halt zu sehen, was ich mache. Also es ist meine eigene Augenfarbe. Ich habe halt grüne Augen mit einem Touch Braun. Und es kommt halt immer auf die Lichtverhältnisse drauf an. Manchmal sehen meine Augen braun aus, manchmal dunkelgrün, manchmal hellgrün, manchmal grün-braun. Also ich bin immer so, wenn ich merke es immer öfter, dass ich so auf Gegensätze stehe. Ganz komisch. Eigentlich würde das halt voll gut passen, es wäre harmonisch. Aber ich habe halt dann Bock auf das. Ne? Es ist dann, ich habe blauen Lidschatten, möchte rote Lippen tragen. Ich habe ein Outfit an, dann möchte ich Schuhe anziehen, die eigentlich gar nicht dazu passen. Das ist, ich weil irgendwie ziehen mich Gegensätze an. Ich weiß nicht warum. Ich nehme das. Ich nehme mal das. Suchen wir mal einen passenden Lip Liner. Das sind übrigens meine ganzen Lip Liner. Ich glaube, da solltest du noch ein paar zukaufen. Ich habe sogar einen von DM, der Trend, der Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 240. Mein durchfallfarbenes Oberteil passt jetzt nicht zu meinem Sommer, den ich mir gerade hier gezaubert habe in mein Studio. Das ist der Look, mit dem ich rausgekommen bin. Ich finde, das ist doch mal eine ziemlich geile Palette. Also ich weiß, ich werde jetzt wieder von einigen zerrissen, weil ich die Laufpalette gut finde. Aber ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich mag die Produkte. Da könnt ihr ja jetzt sagen, was ihr wollt. Die Palette gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt schon recht. Also ein Dupe, finde ich, ist es nicht zu der Huda Desert Dust Palette, weil die Farben sind performen auf dem Lid dann doch ein bisschen anders. Was ähnlich ist, ist jetzt Twilight und das, was ich habe, Dreamer. Aber Dreamer ist ein, Schimmer Metallic, während das hier schon wirklich so ein 3D-Schimmer ist. Ne? Es ist halt doller. Wenn ich das auftragen würde, es wäre halt ein krasserer Effekt als das, was jetzt hier drin ist. Aber es kommt dem schon sehr nah. Ne? Und Glitter, das ist halt rötlicher. Und das Glitter in der Ivotion-Palette ist halt bunter. Also da sind buntere Partikel drin. Ein Dupe würde ich es nicht bezeichnen, aber für die, die sagen, also die Huda Beauty Palette ist mir viel zu teuer, aber ich finde die Farben schön und ihr sucht eine Palette, was in die Richtung geht, dann könntet ihr euch die angucken. Aber für mich, ich wollte jetzt auch kein Vergleichsvideo oder so machen. Ich wollte halt einfach gucken, ist das die geilste Palette in der Drogerie? Und für mich ist es die beste Palette, die ich jetzt in der Drogerie ausprobiert habe, finde ich. Gefolgt von den NYX-Paletten, dieser Earth-Dings. Wobei, bei denen hatte ich ja auch in dem NYX-Video gesagt und auch in meinem Best-of-Drogerie-Video, dass die Farb
Kombination, die gewählt wurde in der Palette, nicht so glücklich gewählt ist, finde ich persönlich, aber man kann mit der halt sehr, sehr gute Looks schminken und ich finde, damit kann man, also hallo, für Drogerie ist das ziemlich cool. Viele haben mich auf Instagram gefragt, ob es die schon gibt. Ich habe dann die Buju, hi Buju, von Love gefragt, ob es die schon gibt. Sie meinte auf der Webseite von Love, also ihr findet den Link dann einfach in der Infobox, da soll es die Palette schon geben. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt eine Love-Website-exklusive Palette ist oder ob es die irgendwann bei DM geben wird, das weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich es noch raus, dann findet ihr die Info noch in der Infobox. Also die Farben, die ich benutzt habe, haben mir sehr gut gefallen. Die Farben haben auch so ein bisschen Fallout, also ich kann jetzt natürlich von den Farben sprechen. Und auch Lida hatte ein bisschen Fallout. Genau, und die Farben krümeln auch so ein bisschen. Ja, man sieht es ja auch. Ne, wenn man mit dem Pinsel reingeht, man hat halt Farbe auf dem Pinsel. Und ich kann jetzt natürlich auch nur von den Farben sprechen, die ich benutzt habe. Aber so, finde ich, kann der Look sich definitiv sehen lassen. Was sagt Baby? Oder für, also mit welcher Drogeriepalette habe ich denn so einen Look geschafft? Entschuldigung. Ja, also er ist schon hammermäßig. Hammermäßig. Mehr muss man dazu nicht sagen. Finde ich auch. Also, wie gesagt, ich finde es so cool. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut sie euch an. Wenn nicht, dann lasst es. Auf jeden Fall findet ihr hier zwei weitere Videos, wenn ihr die verpasst haben solltet. Hier findet ihr nichts mehr, außer dass ihr mich abonnieren könnt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Video mit euch. Tschüssi.